Und du kannst ja ein bisschen erklären, wie die Struktur verläuft. Guildmaster, gell, ich, zweite Guildmaster hin und respektive sind Charakteren, außer hin, weil nur etwas anders das. Okay. Okay, guck mal, warte, zeig mal. LOL, Stargate, Minecraft, okay, also ein Reihe, cool. Und ich habe so ein kleines Fonds, so ein kleines Stargate. Ja, und wie gesagt, alle gehören die am zweiten Game Master, das sind noch Ming. Da kann es immer tatsächlich um nun Matt, wie du ein Baumknutscher. Den kannst du nicht Matt nennen, da ist er nicht Baumknutscher. Und wie gesagt, Toruna kennt er die. Und dann haben wir dann drin, ich erkläre ein bisschen dran, Chamber. Ich meine, als letztes Mal, wie sie was Chamber ist. Und dann haben wir Classleader oder Klassen oder Klassenexpert oder Klassenleader, ich weiß nicht, mein Klassenexpert habe ich sie genannt. Und da drin ist dann noch ein Rang, wo man nach innen muss fahren, da holen wir einfach irgendetwas. Und da drin könnt dann Mitglied. Nicht ohne Glied, sondern mit. Okay. Sorry, gut, du müsstest sehen. Und da drin haben wir dann Probe. Und dann noch eng drin. Ja, es geht auch nach drin. Da haben wir dann Support. Das ist vielleicht eben, wo just eben. Von heute zu so Match spielen oder hier und da. Das eben just wie das dann zu machen. Wieso ist es nicht als Support-Rang da? Ganz einfach. Wann ich Leute ein Fried, man da kann machen, eben wann sie will, man dann der Guild machen und so weiter und so fort. Und schon mal gemacht, allein schon wegen dem Bonus, wo du kriegen kannst und so weiter und so fort. Lohnt es sich ehrlich gesagt. Moment. Cool. Und wie gesagt, allein schon dafür lohnt es sich. Ja, und entdeckt. Kann ich die Killer wenigstens? Ne, kann ich nicht. Ich bin von den Verlassenen. Fürchtet die Lebenden. Ach, ist die Quest abgeben. Also, Süderstaat wird angegriffen, bla bla bla. Okay, gehen wir mal da hin. Gehen wir ins Süderstaat. Ja, ja. An der letzten Folge hat schon ein bisschen über das Geld geschwätzt, weil ich es dann noch ein bisschen die Struktur selber erklären. What the fuck, sieht das cool aus? Struktur selber. Das ist auch relativ easy erklärt. Wir haben verschiedene Kategorien, hat man ja in dem letzten Video so matt gut. Hä? Das ist ja so niedrig. Ja. Und da haben wir dann zum Beispiel den Class, den Raid, nicht Raid Leader, den Guildmaster wird wirklich Zonen am normalen Fall, dann könnt ihr zweiten und da könnt Chamber. Bei der Chamber ist es tatsächlich so, dass nicht das Domit ist, die du die tatsächlich auch ein Grund für was du hast. Ich verstehe nochmal die Quest, nicht mehr in der Reihe. Bin ich gut verkaufen. Ja, Chamber ist ganz einfach du. Chamber geht. Aktuell als Kind an der Chamber dran, weil man nämlich so wenig Leute tun, dass es sich mal nicht lohnt. So nicht ehrlich wie das. Ja, heute können wir nichts machen. Gehen wir mal zu Süderstädte. Süderstädte. Ja, und das wird mal gut nicht lohnt, so eine Chamber dran anzufügen. Und der Regel, im Regelfall, als Chamber mit 4 Leute, nicht mal 3 Leute besetzt.
Ja, schon 5, 4 Jahre, 3 Jahre und Student Just ein paar 3 Jahre ist ein bisschen durch, scheinst du. Ja, ich habe 3 Leute besetzt. Und die, wenn die etwas desideren, dann ist es so. Gut. Darüber gibt es noch einmal Leute, die können darüber desideren. Natürlich, wenn dann lo, zum Beispiel den zweiten Guildmaster sehe, zum Beispiel den Balthasar, dann. Das fand ich aber nicht so gut. Das gibt mir aber, ich persönlich gibt das nicht machen. Dann, ja, dann ist das nicht so, da müssen die Leute sich eben dementsprechend, da man da, ja, gut, eben zufrieden gehen. Okay, cool. Und dann ist das so, da kann den tatsächlich auch eine Decision von den Leuten von der Chambre außer Kraft setzen. Also, dann haben wir das. Und dann zum Schluss haben wir die Guildmaster wäre nicht die Guildmaster, sondern die Guildmaster wäre. Ganz einfach, den haben wir da für eine ganz andere Sache. Ah, hier geht Quests, cool. Ja, hier hast du tatsächlich von. Wenn hier seht, hier wisst ihr was. Ja, cool. Wisst ihr was? Dann. Zum Beispiel, den zweiten Chamber hat Unrecht an. Dann zweite Guildmaster hat auch Unrecht. What the fuck? Ja. Alchemist dann, ja. Okay. Wir machen einfach so. Was teilen wir da bis man? Okay, so war's. Ja, ganz einfach, die Algorithmen von Unrecht, es sind in Ente, wo Recht tut. So, als ganz zum Beispiel, gell? Dann kann ich tatsächlich so, ja, wisst ihr was? Ja, ich setze eine Decision von der Chamber an, vom Rang Chamber, lass mal so sagen, für besser zu erklären, auch vom zweiten Guildmaster außer Kraft. Aber aktuell sind ich ehrlich mir so wenig Leute an der Dingen, dass man eben so etwas gut nicht brauche, dass man. Wir sind 3 Leute sind wir dran aktuell. Von der Welt rauskommen, ich so nicht nee, los mal so so. Weißt du, Leute lachen, oh, ja. Nö, du könnt ruhig rauskommen, ist schon kein Problem, nochmal da. Beschließt, dass ich verschiedene Sachen, wenn ich muss drin halen, mit einer Geldbank und so weiter und so fort. Cool. Ja, die hat die Questreihe tatsächlich so noch nie gemacht. Obwohl, klingt komisch, mit uns aber so. Das ist ganz komisch, mir die Jungs noch nie gemacht hätte, was toll. Aber cool, also ich kann einfach an der Super hier rund rumlaufen und irgendwie das Damage kriegen. Nice, fand ich cool. Ja, cool. Wir raffen einfach einmal ab alles, was wir brauchen, was wir kriegen. Und so, oh, Mobile sie sind dort, oh, Mobile sie dort. Oh, die wollen dann zeitgefällig dort. Okay. Dann machen wir noch was. Oh, mal schön neues Licht hier noch voll. Jo, ich hoffe, dass ich nicht allzu viel echt genervt oder gelangweilt, muss man sagen, ich habe gelangweilt sind. Jetzt die Sachen, wenn die Leute frohen eventuell heim zu dann und dann kann ich immer so, ja, da so und so und dann wissen die Leute auch schon. Weil wenn ihr nicht seht, kann ich auch kein neues Leute eventuell kreieren und dann sollte man los. An der WoW ran. An der WoW ran. Ja, ich war ein bisschen. Eben kann ihm kein Leute an sein Clan, an sein Gilde kreieren. Das wird halt auch noch eben wollt. Auch noch losgehen an, ja. Da musst du stirben. Wenn du zum Schluss greifst, musst du stirben.
Oh, lo sind sie extrem aggro auf mich. Komm bei mich. Bösartiger Schleim. Ah, okay. Ah, die sind nicht aggro. Es gehen auch noch Aggro-Schleimen. Hey.